Servus Mädels, willkommen bei Bad Melody. Eine neue, ziemlich teure Maschine ist da, die Nagasaki Shinobi. Wir kaufen sie, bauen sie auf und schauen, ob das Geld sich lohnt. Draußen auf den Straßen kennt sie wahrscheinlich jeder. Es ist natürlich die Kawasaki Ninja vom Typ 250R, welche zu einem der meistverkauften Motorräder überhaupt zählt. Gerade in den USA. Vielleicht hypt auch genau deswegen Rockstar dieses Bike so extrem. Motorräder sind nicht meine Welt, wobei ich dieses schon irgendwie geil finde. Die Ninja wird seit über 20 Jahren produziert. Dieser Typ von 2013 bis 2017 hat, wie der Name schon vermuten lässt, 249 Kubik, eine Leistung von 33 PS, Topspeed von 160 km/h und hat in 7,5 Sekunden die 100 auf dem Tacho. Wenn ihr jetzt gleich losrennt und euch eine holt, müsst ihr 5.000 Euro hinlegen. Rockstar Games will von uns im Game einen ganz schön wahnsinnigen Preis, nämlich 2.480.500 Dollar. Also bauen wir sie doch einmal auf und schauen, was sich daraus machen lässt. Designs habe ich dann nach der Lackierung gemacht und da gibt es doch schon ein paar coole. Felgen, naja, wie immer gebe ich einen Kommentar dazu. Bei Motorrädern finde ich es ganz geil, dass vorn und hinten getrennt machbar ist.
Nun wieder die alles entscheidende Frage: Lohnen sich die 2,5 Millionen auszugeben? Sie sieht ganz geil aus, sie lässt sich ziemlich geil fahren. Man kann tuningtechnisch gerade durch die Designs doch einiges machen. Sie ist ziemlich schnell, wie man sieht. Aber setzen wir sie doch mal in den Vergleich mit der Body, die nur 15.000 kostet, dann ist meiner Meinung nach diese fast 2,5 Millionen rausgeschmissenes Geld. Also solltet ihr sie kaufen oder für wem eignet sie sich? Für Sammler oder Motorradliebhaber? Ja, ansonsten lohnt sie sich überhaupt nicht. Kauft euch die Body, habt ziemlich genauso viel Freude daran und spart euch das Geld. Schaut wieder vorbei bei Bad Melody, um Infos zu GTA Online und den Autos darin zu finden.